Mein Name ist Pia Gattinger und ich forsche am Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie. In unserer Studie haben wir einen proteinbasierten Impfstoff entwickelt, der in der Lage ist, Antikörper gegen alle gängigen SARS-CoV-2-Varianten hervorzurufen. Und die haben wir nicht nur im Blut, sondern auch in den Nasenschleimhäuten festgestellt. Die Erkenntnis unserer Studie ist, dass dieser Impfstoff sicher ist, zum Boosten geeignet und auch für Menschen anwendbar ist, die bis jetzt noch nicht auf herkömmliche Impfstoffe angesprochen haben. Die MedUni Wien ist für mich ein Ort, wo ich von Menschen lernen kann, die ihr Forschungsfeld mitgestaltet und geprägt haben und die auch Rahmenbedingungen für die jüngere Generation von Forscherinnen und Forschern schaffen, um ihnen gleichzutun. Mein persönlicher MedUni Wien-Moment war, als ich ausgewählt wurde, an der 72. Lindauer Nobelpreisträger-Tagung teilzunehmen. Da werden von der ganzen Welt junge Forscherinnen und Forscher zusammen mit Nobelpreisträgern im Bereich Medizin und Physiologie in einen Raum gesperrt und man tauscht sich aus und lernt voneinander. Das Besondere in unserem Labor ist, wir sind die einzigen im Institut, wo ständig Musik läuft. Das macht gute Stimmung, hilft uns bei der Konzentration und gute Laune gibt's auch. Es gibt für mich keinen Plan B. Ich stehe im Labor seit ich 15 bin, arbeite in der akademischen Forschung seit ich 19 bin und das ist das, was ich tun will.